Aber wir können gerne auch nachher eine Meme-Runde machen. Dann gehe ich mit einer Quad Derringer Penny Shot rein. Mache ich damit einen Kill. Oder am Naked dran, wir suchen uns Waffen. Können wir auch machen. Das geht mittlerweile relativ easy. Ich nehme nach auf alle Fälle in der After mit, wenn ich irgendwie in der reinkomme. Immer Traditionsrunde. Vor dem Prestige, After, Doppeldolch. Wann wird das Pferd? Ja. Wir waren ein Pferd. Warum? Nein, warum? Sorry. Ich schreck wieder alles auf. Oh, ja, du pulsierst. Wie? Was? Ich glaube, die Lurker haben den Lurk nicht eingeschaltet. Sie sind... Es sind viele da, aber werden nicht angezeigt. So, ja. Was kann sein? Lass die Lurker Lurker sein. Ja. Also, wie viele Zuschauer sind da? Zwei, glaube ich. Ja, Tomonkel meinte, ich kann mal gucken. Ja, die Liste ist voll, davon sind die Hälfte Bots. Und die, ja, mittlerweile so viele Bots. Ja, ja, und die, die da sind, haben den Lurk wahrscheinlich falsch eingestellt. Das Problem ist, ich habe es ja in der Anleitung stehen. Wenn jemand Lurk schreibt oder Ausrufezeichen Lurk, kommt ja der Befehl. Ich würde nach Slaughter gehen. Was liegt hier? Ja, gar nichts. Also das war von mir aus versehen ein Ping. Ist halt so, wenn du Twitch selbst Reise drehst, zählst du nicht als Zuschauer. Du musst halt den Tab oben oder die Webseite stumm schalten und die Lautstärke anlassen. So funktioniert's halt, sonst zählt's nicht. Wobei ich das auch dämlich finde, die wissen, dass Lurk existiert. Ja. Was ist hier? Was ist weiß? Oh, Rubberbanding. 3 vor, 2 zurück. Jetzt weißt du, wie es mir geht. So geht's mir seit Runden. Jetzt ist das auch der Grund, warum ich nichts gleich, aber gut. Keine Kasse hier, warum nicht? Na gut, rein da, oder? Was machen? Was machen und dann draußen im weißen Haus verstecken. Ja, es weiß. Weil ich hasse diesen Compound. Der ist viel zu groß in meinen Augen. Die Raben, unsere? Ja, ja. Die sind von euch jetzt gerade. Ist viel zu nah, als dass das. Raus. Noch weiß? Na, ich guck, ob weiß ist. Okay. Wenn da zwei im Compound rumasseln, reicht das ja. Er ist wieder entspannt. Also, so entspannt wie ein scheiß Vogel sein kann, der alles einsammelt, was hier irgendwie in der Gegend zu haben ist. Nee, ich habe wieder den Bug, dass ich mich nicht selbst steuern kann. Ich glaube, er ist wieder sauer. Er ist noch weiß. Ja. Ich will lüften und jetzt kommt mir einfach so eine Pissewolke entgegen. Irgendwer da draußen auf der Straße gepisst. Echt? Schmackig. Noch sauer? Ja, ist noch weiß. Nee. Oh ja. Irgendwo was zu heilen? Irgendwo was rum? Ja, würde ich jetzt gar nicht. Nein, gibt's nicht. Scrappy sammelt alles ein. Wenn dann was fallen lassen. Deswegen gehen wir geschwind auf den Banish. Oder wie viel hast du? Ein Balken. Dann geh raus.
Dann geh zu ihm ins Weiße Haus, dann mach ich den schon fertig. Ja. Ist noch weiß. Der soll sich da jetzt mal auch fertig auflegen. Ich hab hier Ausdauer. Ey! Na, komm. Geh du rüber, ich bleib hier. Ist das unnötig. Ich wollte den Hammer auf. Na, da kommst du nicht rein. Da kommst du nicht rein. Okay. Geh, mach die Tür zu und geh übers Feld. Mach die Tür zu. Nicht, dass du dann in die drinnen gestartet bist oder so. Aber ich nekro dich einfach. Nee. Den Boss musst du zuerst machen, sonst wirft der Stachel drauf auf dich. Geh einfach rein und mach einen Boss mit deinem Messer. Kannst du da über den Spalt reinspringen? Scheiß drauf jetzt. Na, heb mich. Geh raus und weg von mich. Das ist gescheiter. Mit dem Schlagring machst du dem so wenig Schaden. Da brauchst du irgendwas, das sticht. Ja, das geht auch. Stopp die Blutung. Dann heb mich und dann banish. Na, pass auf mit F und so. Banish noch. So, dann liegt ne Ding. Ja, kann man mitnehmen. Und dann würde ich mich da ins Weiße Haus verziehen. Weil das Hauptgebäude hier ist absolut beschissen zu halten, wenn hier irgendjemand das. Das ist noch scheiße, noch schwieriger zu pushen mit unserem Loadout eigentlich. Aber wenn hier irgendwer mit einer Schrotflinte reinrennt, sind wir so tot. Ich würde das auch nicht großartig pieken, ich würde einfach warten, ob was kommt. Hier ins kleine Haus. Ja, das ist auch ein guter Spot. Nicht bieten mal. Dann kann man mit dem Ding umfliegen. Was? Soll ich dir mal die Tür aufmachen? Nö. Was hast du gefragt? Wie lange kann man da in dem Beetle bleiben? So lange wie du willst. Du darfst nur nicht weiter als 55 Meter weg. Ah, okay. Also es gibt nicht irgendwie ein Timelimit, dass er irgendwann sagt, so, jetzt nimmer. Nö. Du kannst halt abgeschossen werden. Und die wird aber auch angezeigt, wenn du den Bereich verlässt. Kontakt, da im Feld ist einer, der schleicht sich an. Ich beetle hin. Hast du nochmal. Ja, ja. Hier, sneaked. Ja, ich weiß nicht, ob er schießt. Also der schießt auf dich, auf den Beetle. Ein zweiter, ein Sniper mit Brandmuni. Achtung, lass mich niemals in Türen stehen bleiben. Das ist super gefährlich. Ja, wir haben jetzt ineinander gelaufen, deswegen. Ja, Pisser.
Wenn wir jetzt würde ich rüberrennen und Bounty aufheben dann. Yep. Ich bleib im Haus. Okay, einer ist noch im Feld und snipert. Ich back up. Da kommst du rein. Da ist so ein Loch, wo du reinkommst. Hier, ist klar. Zwei, einer ist schon okay, bei dir. Okay, einer drin. Ist drüben im Haus, der hat gepusht. Der hat eine Terminus. Das sind zwei. Oder? Nee, einer. Da oben. Links von euch höre ich Schritte. Ja, jetzt müssen wir wieder rein. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir hier. Sind jetzt beide auf Nordwesten. Yellow Shirt Dead. Ist nur noch einer, ich würde den jetzt pushen. Ja, der hat mich gerade angezündet, der ist unten. Nee, ah, jetzt oben. Ist er wieder oben. Oben auf dem Dach. Hab ihn. Stark. Nice. Schau dich mal um, ob noch wo was ist. Nichts in der Nähe. Perfekt. Also der Waldschirm von uns? Ja, ich. Perfekt. Den da oben loot ich geschwind. Die lösche ich. Waffen liegen unten. Ich glaube, das ist eine. Nein, keine Deutsch. New Army. Ja, Blödsinn. Terminus mit Slug. Hoho. Kennt euch. Mit das teuerste, was der in der Schrotflinte bekommen kann. Ah, wollt ihr noch weiterfighten und hochgehen oder wollt ihr rausgehen? Ah, ich würde sagen rausgehen. Ja, bin ich auch. Du warst schon down. Noch sind wir clear. Sekunden neigen sich am Ende. Wir haben aber trotzdem Bounty-Blitze über uns. Wir müssen jetzt aber eh ein bisschen anziehen, weil wenn die anderen runterkommen wollen. Also schaut, dass ihr nicht unendlich viel Munition verschwendet und dass wir uns beeilen, weil wenn die anderen das Lockbett jetzt runterkommen und so schaut's aus, dann müssen wir im Zweifel nochmal fighten. Ja, das stimmt. Ich hab drei Dynamit, what the fuck. Eins davon gewaxt. Ich würde jetzt das Wasser überqueren, solange wir noch relativ weit weg sind. Wir sind noch clear. Ist deine Chaos, oder? Ja, ja. Schau du dich nochmal vor dem Ausgang an. Aber wir sind definitiv schneller als. Also wir sind schnell genug. Schau dich nochmal um. Nichts zu sehen. Perfekt. Dann ab nach draußen. Aber dass sie von einem Buddy Shutdown ist, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich glaube, ich habe den. Ach so, sie unten meinst du?
Ja. Mhm. Ihn oben hätte ich jetzt auch gehabt. Der ist gerade mit dem Kopf drüber geluschert, warst du nur schneller am Abdrücken als ich. Dann hat er keine Heilung gehabt, weil einen Treffer habe ich immer... Blödsinn. Also die haben ja davor noch nicht gefightet. Dann war er vielleicht zu geizig für einen Heal oder so. Oder hat irgendwie Falldamage bekommen oder keine Ahnung was. Aber Heilung hat er sicher noch gehabt. Naja, läuft hier richtig. Ein klein nochmal mit dem Loadout rein. So. Ich bin aber jetzt das definitiv die letzte Runde. Echt? Auf du sagst ja. Ja, muss morgen wieder arbeiten. Afto, sagst du? 30. Afto, ja, wenn ich eine hab. Das hängt davon ab, was man. Ich hab's ja nicht freigeschalten. Aber wenn einer meiner Buy-Hunter die Option hat, ich schaue immer, dass ich irgendwo im Prestige eine Afto zusammengesammelt kriege, dass ich am Ende Afto doppelt durchspiele. Das ist immer so eine schöne letzte Runde vom Prestige. Da war ein Trio, da hat noch einer gefehlt von denen. Aber der war schon tot.